Es ist an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und das nennt sich Project Zomboid. Ich werde versuchen, in regelmäßigen Abständen Folgen hochzuladen. Und ich hoffe, dass es genauso klappt, wie ich es haben möchte. Denn ich werde versuchen, mit einem Charakter so lange zu überleben, wie es nur möglich ist. Ich habe etwas zusammengestellt mit, ich weiß gar nicht wie viel Mods, aber ich denke mal bestimmt über 100. Und es wird auf jeden Fall Spaß machen. Wir werden hier in Raven Creek, wenn wir starten. Und ich glaube, es wird heftig werden. Wir gehen rein. Das hier brauchen wir nicht zwingenderweise, denn hier habe ich einen Wildhüter. Da habe ich einmal diese Teile mit reingenommen. Sollte an sich gut sein. Ich hoffe es. Es sollte aber. Also, wir gehen rein. Ihr habt das schon gerade gesehen an den negativen Aspekten. Und zwar werde ich keine Kleidung tragen, denn wir gehen nackig rein. Denn somit haben wir extra nochmal ein paar Punkte dazu bekommen. Wir gehen rein. Das ist die Endzeit. Es gibt keine Hoffnung zu überleben. So bist du gestorben. Na, ich denke nicht. So, und ich hoffe, es passt wirklich alles zusammen. Es sind wirklich einige Mods, die hier drauf sind. Aber es muss passen. Von der Population her, der Zombies, habe ich es auch erstmal so gemacht, dass am Anfang wenig da sind und allerspätestens am 40. Tag, ich glaube 40 war das, sind, keine Ahnung, ein paar Millionen drauf oder so. Und es wird Spaß machen. Also, ich hoffe, ihr genießt es genauso wie ich. Das kann weg. Das kann weg. Und das lassen wir auf Gesundheit. Chat kann weg. Das kann runter. Strom ist an. Ach stimmt, der geht ja, glaube ich, irgendwann dann aus. Und es ist gut, dass wir hier oben gespawnt sind. Denn hier können wir uns schon mal gleich die Sachen anziehen. Anziehen. Alles anziehen. Hat einer Schuhe? Ja, ich seh sie schon. Ich sehe sie schon. Oh, besser hätten wir gar nicht starten können. Okay, Sneakers anziehen. Shirt lassen wir. Warte mal, hast du eine Uhr? Ja, ich glaube, die ziehen wir an. Oh, digitale Uhr. Okay, die können wir nehmen, aber ich kann die nicht zerlegen. Da muss ich mal schauen, wie ich das machen kann. Die Jacke ziehen wir an. Denn ich habe gelernt, vieles nicht zu ignorieren oder liegen zu lassen. Denn es wäre auch mal klüger, Sachen zu zerlegen, damit man Erfahrungspunkte sammeln kann. Ihr kennt das ja. Oder zumindest der ein oder andere. Das sind unsere Stecken, die wir bisher haben. Tischlerei haben wir auf 1, Axt auf 1. Feinstellen, Nahrungssuche auf 2 und hier auf 5 und das hier halt auf 7. Und ich werde versuchen, diesen Charakter so hoch zu pushen, dass hier alle Felder ausgefüllt sind. Ob es funktioniert, das werden wir dann sehen. Ich höre schon die ersten Zombies klopfen irgendwo gegen. Ich war irgendwie zu laut gewesen. Oder ich hoffe natürlich, dass es nur wegen dem Fernseher war. Den Radiotechnologie nehmen wir auch erstmal mit. Schlosserhammer nehmen wir mit, um Sachen auseinanderzubauen, wenn es notwendig ist. Zack mit Zement. Dieses Symbol sollte gar nicht mehr da sein. Da muss ich mal schauen, welche Mod das ist. Alles Schraubenzieher, perfekt. Kann ich es jetzt zerlegen? Ah, hier, Digitaluhr zerlegen. Achtet mal hier rechts auf das Feld. Da ist jetzt Sprinten. Wenn ich jetzt hier auf Digitaluhr zerlegen drücke, bekomme ich hier 0,50
Erfahrungspunkte dazu. Kann man das hier schon überhaupt sehen? Elektronik. Ja. 0,5 von 75. Also, wir machen Fortschritte. Bleibe ich hier oben? Ja, ich gehe den normalen Weg runter. Das Problem ist, wir haben hier noch keine Waffe. Wenn ich den Schraubenzieher nehme oder sowas, das würde nichts bringen. Wir haben die Sneakers. Die legen wir hin. Passt schon. Okay, nicht gut. Nicht gut. Wir verstecken uns. Wir verstecken uns. Der hat uns doch nicht gesehen. Der hat uns nicht gesehen. Ist gut so. Okay, die wiegen nicht allzu viel. Wir können bis zu 15 tragen. Der steht da. Der kann da auch bleiben. Bitte, bitte lass da jetzt keine Zombies sein. Oh mein Gott. Okay, sieht gut aus. Ich weiß gar nicht. Oh shit. Oh shit. Nicht gut. Okay, hast du was? Hast du was Sinnvolles? Doppelläufige Schrotflinte, perfekt. Den Schlüsselring, hast du da was drin? Nein, hast du nicht. Okay. Schießen werde ich jetzt nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Ich weiß leider nicht, wo ich mich genau befinde. Aber es gibt eine Sache. Wir werden die weiter nicht ausrüsten. Schokoladenfolie. What? Ja. Okay, ich... Schießen werde ich nicht, aber ich werde sie zurückstoßen. Das geht nicht gut. Wir gehen runter. Ich weiß gar nicht, wie das hier geht. Oh, shit. Okay, es ist nichts passiert. Ich habe ganz vergessen, wenn ich die Schrotflinte ja ausrüste, habe ich Probleme, geht das? Okay, passt. Sonst hätte ich nicht drauf treten können. Hätte ich gedrückt, hätte ich losgeschossen. Das kann ich nicht machen. Okay, wir hauen das mal ab. So, wir sehen jetzt gerade keinen Zombie. Ich schau mal, wo ich bin. Okay. Eine Mod funktioniert auch wieder nicht. Und zwar sehe ich nicht, wo ich bin. Das heißt, das muss ich irgendwie noch aktivieren. Aber falls der ein oder andere natürlich von euch mehr weiß von dem Game, schreibt das mal bitte unten in den Kommentaren. Genauso unten rechts die Minimap. Die funktioniert auch nicht. Und ich weiß nicht, warum. Kann ja sein, dass ich was einstellen muss. Okay. Alter, es ist echt dreckig hier. Wie lange hat mein Charakter geschlafen? Gehen wir hier rüber? Ja, los, komm. Let's go. Das scheint leer zu sein. Wir machen das hier zu. Hier liegt Blut. Warum liegt hier Blut? Ich hoffe, die hören mich nicht. Wir haben hier nur Farbe. Ah, nicht gut. Falls hier irgendwo eine Kiste grün aufleuchten sollte, dann kann ich da, also wenn ich Glück habe, guten Stuff drin finden. Okay, hier können wir durchlaufen, das ist schon mal gut. Gut zu wissen. Na, ist ja nur dick. Oh, shit. Warte mal, hey, ich könnte deinen Bauhelm, könnte ich gut gebrauchen. Ich muss feststellen, mit der Waffe kann ich die besser umschmeißen. Anziehen. Okay, schaffe ich gerade nicht. Warum ist meiner so panisch? Was ist los? Ist doch alles gut. Oh, scheiße. Bleibst du liegen oder nicht? Ja, er bleibt liegen. Bitte umkippen, bitte umkippen, bitte umkippen. Okay, ich nehme die Knarre. Umkippen, danke. Das ist so wichtig, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, ne? Da springt der Zeitung, der hat nichts Wichtiges. Was?
Frisch ungekochte tote Maus. Nein, danke. Den Schlüssel nehmen wir mit. Die Stiefel ziehen wir an. Und wir sollten dringend unsere Kleidung waschen. Oh, shit. Ich hau hier mal kurz ab. Das ist mir doch ein bisschen zu viel. Dabei ist die Bevölkerung noch gar nicht so hoch. Das ist wirklich das Niedrigste von Niedrigsten. Und es sind schon so viele Zombies unterwegs. Liegt aber auch daran, dass wir in der Stadt sind. Perfekt. Wenn da jetzt ein Zombie drin ist, ne? Okay, da ist schon mal frei. Da auch. Okay, alles gut. Okay, so. Versteckt beanspruchen. Nein, noch nicht. Aber ich will mich gern waschen. Alle. Die gesamte Kleidung. Auch wenn es die Toilette ist. Wasser ist Wasser. Der wascht jetzt jedes einzelne Teil an sich. Zuerst die Kleidung und muss mal schauen, ob wir uns waschen müssen, aber ich glaube nicht. So. Wasser benötigt 6, blutig 1, verschmutzt 2. Die Jacke ist noch ein bisschen blutig, aber das kam auch, weil wir uns geprügelt haben mit Zombies. Aber wir können trotzdem schon mal waschen. So, es geht weiter. Drück mir die Daumen. Lass mich leben. Okay, es ist nur ein weiteres Badezimmer. Und nochmal einen Schluck trinken. Ich glaube, mein Hals ist ein bisschen trocken. Wir schaffen das. Okay, zum Glück sind das nur ein paar Dixie-Klos. Ein etwas größeres, aber... Oh, scheiße. Oh, Jesus, hast du mich erschreckt. Oh, das ist nicht gut. Ich weiß gar nicht. Weißt du was? Wir laden mal kurz die Waffe nach. Und achtet rechts. Durch das Nachladen haben wir ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. Wo bist du? Hey. Hallo? Oh, shit. Wo ist es hin? Au! Du bist reingekrabbelt. Weißt du was? Ich habe was Besseres. Ah, Moment, ich bin gleich drin. So, und... Ja. Weißt du, leg dich hin. Leg dich hin. Ich muss deinen Kopf zertreten. Nee, das passt so nicht. Danke. Puh. Das war doch schon mal gut. Okay, der Hoodie ist nicht besser als das, was ich jetzt habe. Oh, ich bin auf Glas getreten, das ist nicht gut. Warte mal, wie geht das nochmal? Ich glaube nur E drücken einmal. Nein, 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 nein. Zuziehen. Oh, fuck, ich glaube, da kommt einer. Ja, ist glaube ich durch Glas. Boah, scheiße, Mann. Madam, Sie sind hier falsch. Das ist die Männertoilette. Bleiben Sie liegen. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Das kriegen wir hin. So, die hat auch wieder einen Schlüssel. Ach, eine Sache hätte ich machen können. Goddammit. Ich habe ganz vergessen. Hier kann man nur insgesamt 25 Schlüssel aufbewahren. Verdammt. Okay, wir ziehen hier aber auch die Vorhänge zu. Ich will wissen, was oben ist. Es können ja nicht nur Toiletten sein. Achso, nein, ich will dahin. Ach, geht das nicht? Ah, jetzt. Okay. Ich war die ganze Zeit hier auf. An diesem Fenster.
Ah, siehst du, eine Mod fehlt auch noch, dass ich hier bei der, dass ich die Duschen anschmeißen kann. Das muss definitiv noch ein. Ach so, ich dachte, hier wäre eine. Okay. Ich dachte, da wäre eine Treppe. Ist es ja gar nicht. Wir gehen am besten hier raus. Sieht noch alles frei aus. Vor allem, das ist nur eine Baustelle, wo ich bin. Boah. Oha. Wir haben aber Generatoren. Das ist schon mal nice. Da seht ihr das? Das hat grün geleuchtet. Aber da sind nur Bretter drin. Damit kann ich erstmal nichts anfangen. Draht. Ja. Ich muss hier erstmal überleben. Wo ich meine Base am Ende hinbauen werde, das weiß ich jetzt noch nicht. Jetzt ist noch überall Strom an, aber das wird irgendwann ausgehen. Frisches Brot. Das nehmen wir zu uns, denn wir sind schon etwas hungrig. Erdnussbutter. Perfekt. So, ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Ja, perfekt. Jetzt bekommen wir sogar noch ein anhaltender Heilungs- und Stärkeboost durch die Nahrung. Nee, das müssen wir mitnehmen. Wir benötigen irgendetwas. Bolognese, ja, da hätte ich echt Hunger. Hundefutter nicht so ganz. Aber hier, das Rindfleisch nehmen wir mit. Geil. Und das wird noch alles gekühlt. Solange bis der Strom ausfällt. Aber eine Küche hätten wir hier auch schon mal. Das wäre auch cool. Machen wir erstmal zu. Hinter jede Tür könnte was sein. Büroklammer. Ich weiß gar nicht, kann ich damit Schlösser knacken? Nehme ich erstmal mit. Und ja, man kann ja auch Schlösser knacken. Voll nice. Falls ich irgendwo mal nicht reinkommen sollte. Okay, ich glaube, wir sind hier durch. Bis jetzt ist doch Ruhe. Das sieht noch sehr, sehr gut aus. Shit. Okay, was war da drin? Zelthering. Okay, zum Glück, dass ich das herausgefunden habe. Waffe in die Hand. Und einfach draufkloppen. Madame, nicht umdrehen. Oh, shit. Sie waren Zeuge. Oh, das war ein. Ja. Entschuldigung. Die langen Haare, die haben mich so ein bisschen. Oh, es sind echt viele da. Oh, shit. Und die Mod, die ich persönlich auch sehr, sehr feier, ist. Sobald der Zombie in deiner Schlagreichweite ist, leuchtet er grün auf. Und das ist wirklich. Wirklich göttlich. Werkzeug? Ich dachte, die Brechstange wäre eine Waffe. Ich werde so oder so nicht schießen. Aber damit kann ich schubsen. Und bin zumindest vorbereitet auf das, was vielleicht kommen wird. Und zwar, dass ich gebissen werde. Aber ich sag's euch. Ich werde hier überleben. Guck mal, Zombie, war doch offen. Wo ist denn das Problem? Okay, Stift nehmen wir mit. Erstmal den blauen, damit wir ein paar Markierungen auf der Map machen können. Die Schuhe sind schlecht. Stift schwarz. Ah, rot finde ich aber eigentlich besser. Der Fernseher, der muss weg. Abbauen. Ich glaube, abbauen war das oder zerlegen. Ne, ich glaube abbauen. Wir müssen alles abbauen. Denn wir brauchen oder benötigen die Erfahrungspunkte. Und wir werden es schaffen. Das Ding ist noch an. Kriegen wir einen Stromschlag? Nee, ne? Nein. Okay, sehr schön. Erfahrungspunkte sind drin. I like it.
So, jetzt sind wir fertig zu machen. Können wir da hoch? Nein, ich... Okay. Okay, das geht auf jeden Fall nicht. Schade. Also nur zur Deko. Die Tür geht nicht auf. Die auch nicht. Das... Na, okay. Oh, verdammt, da ist auch schon wieder irgendwo einer. Oh, danke. Mach das Fenster zu. Fenster schließen. Was haben wir hier drin? Gürteltasche vorn. Perfekt. Natürlich auch vorn tragen. Hm? Was haben wir hier? Stange Mentholzigaretten? Brauche ich nicht. Stift schwarz. Stift rot. Perfekt. Den wollte ich haben. Blau kann weg. Das brauche ich nicht. Der Baseball Cap bringt mir nicht. Ich brauche Verteidigung. Falls die Zombies mich doch angreifen sollten. So. Abbauen. Den Fernseher müssen wir auch noch zerlegen. Und vor allem, die Dinger sind alle an. Ich weiß nicht genau, wann die alle ausgehen, aber irgendwann kommt der Zeitraum, da fällt alles aus. Vor allem, weil die Generatoren ja auch mit Strom versorgt werden. Ja, okay, wobei, die waren ja gar nicht an. Keine Ahnung, wann das passieren wird. So, ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal hier ausruhen. Ach, nice. Also Community, ich würde sagen, das reicht erstmal für die erste Folge. Wenn es euch gefällt, ne, würde ich mich über ein Like, über Kommentare freuen. Schreibt mir irgendwelche Tipps unten rein, würde mich freuen. Irgendwelche Mods, die ihr vielleicht empfehlen könnt und vielleicht warum das ein oder andere nicht funktioniert, so wie die Minimap oder dass mein Charakter auf der Map nicht angezeigt wird. Schreibt es am besten rein. Also, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr wollt, lasst einfach ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Also, ciao.